Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa aus den Chemweb Studios in Mainz. Heute zu Gast Matthias Memmesheimer von Sapite. Hallo. Grüß dich. Tag. Und? Bequem? Ja, schön. Mensch, tolles Sofa hier. Ja. Andreas Kulpa hat gesagt, es wäre kuschelig. Ja, das also definitiv. Also wenn ich nachts mal wieder in Mainz eine Pleibe suche, kommst du zu uns. Ist Chemweb definitiv eine gute Adresse hier. Ja. Sapite. Sapite hat vor 3 Jahren ein Startup-Slam gewonnen, ehrlich gesagt. Ja. Mit so einem Thema. Cybersicherheit. Wie kam das denn? Ja, das ist eigentlich lustig, weil es ging eigentlich gar nicht mit dem Startup-Slam. Also wir sind wirklich erst seit 3 Jahren am Markt. Das muss man dazu sagen, relativ stark wachsendes Unternehmen hier in Mainz. Das Thema war eigentlich gar nicht Cybersicherheit, sondern wir waren ein junges Team, die gesagt haben, wir gehen in den Markt rein. Wir versuchen, Sicherheitslösungen zu bauen, wobei unser Thema eigentlich nicht die Sicherheit ist, wie man so kennt. Also wir stellen keine Firewalls her, wir konfigurieren keine Firewalls, wir machen keine Virenscanner, sondern wir bauen Software für sicherheitskritischen Einsatz. Ja, also eine Software, die so gut funktionieren muss und so sicher funktionieren muss, dass man ihr eben auch wirklich wichtige Aufgaben zutraut. Ja, zum Beispiel bei einer Bahn die Weichenschaltung, ja, Weichensteuerung oder wenn eine Rakete zum Mond fliegt. Das ist also Software, da muss man sich drauf verlassen können, sonst hat man ein Problem. Die Art von Software bauen wir und wir wollten einfach mal zeigen, als wir uns neu gegründet haben, mit dem, was wir halt schon hatten, was wir können. Und haben eine Software zusammengestellt für den medizinischen Bereich, für die Unterstützung von Psychotherapien, also sichere Kommunikation zwischen einem Patienten und einem Therapeuten, also noch nicht nur zwischen einem, sondern einer ganzen Klinik zu all ihren Patienten. Und das haben wir eben als Produkt mal fertig gebaut und haben es eben vorgestellt, das war eigentlich toll für den Markt und so. Ein bisschen zur Alternative möchte ich nicht sagen, aber einfach mal auch ein Konzept, was sich in diese Telematik-Infrastruktur eben dann eben auch richtig einbettet. Und ja, da haben wir einen Startup-Preis mitgewonnen. Ja, war gar nicht so unser Fokus. Gut, aber jetzt sage ich mal, als Startup sich mal hinzustellen und mal schnell im Thema Sicherheit ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das macht man ja nicht so aus dem Stand. Was ist denn so euer Hintergrund, euer Heritage, dass ihr seid ja da erfahrene Hasen? Ja, die Historie ist schon so, dass also einige der Kollegen, die Sapite mitgegründet haben, durchaus schon mehrere Jahre in diesem Themen halt eben auch schon zu Hause waren, also Software entsprechend schon gebaut haben. Also Anfänger sind wir in dem Bereich wirklich nicht, das kann man also jetzt nicht sagen, aber die Firma ist schon neu. Also wir wollten bei null anfangen, wir haben, also es ist keine Ausgründung in dem Sinne oder so, noch kein Thema, was wir mitgenommen haben, sondern wir fangen neu an als deutsches Unternehmen, lokales Unternehmen und wollen eben für Behörden und medizinische Einrichtungen, also die auch wirklich diesen Bedarf an sicherer Software haben, eben da ein Lösungsportfolio als Alternative eben zu Großkonzernen anbieten. Und das hat relativ gut geklappt. Also wir sind erstaunt darüber, wie gut wir da eingestiegen sind. Was für, ich sag mal, Berufsprofile arbeiten denn bei dir? Sind das Entwickler, ehemalige Hacker? Wer macht denn sowas? Ja, alles so ein bisschen. Also ja, wir haben Entwickler, wir haben richtig Techies, also die wirklich auch dann das Handwerk auch gelernt haben und auch verstehen und anwenden können. Aber ein großer Bereich ist auch bei sicherheitskritischer Software die richtige Integration. Das heißt, wir haben auch einen großen Bereich bei uns, der Beratung eben hat. Und das ist dann wirklich klassische Beratung von Projektmanagement über Testmanagement, Anforderungsmanagement, die einfach helfen, so eine kritische Software, die vielleicht also mit Bürgerdaten oder mit Patientendaten im großen Stil eben umgeht oder die von einer Einrichtung in eine andere transportieren muss, das muss groß gemanagt werden. Und diese Rollen unterstützen wir eben auch. Das ist eigentlich eher so die High-Level-Beratung, die man an der Stelle hat. Architektur ist ein ganz großes Thema, weil in der Regel hinter so einer Lösung auch immer sehr viele detaillierte Fragestellungen stehen, die Gesamtarchitektur passen muss. Also das Softwareprodukt an sich alleine macht nicht die Sicherheit aus, sondern es ist alles drumherum, bis es halt integriert ist. Ja, jetzt haben wir gerade in letzter Zeit Kollegen aus der Bundesregierung leidvoll erfahren müssen, wie es ist, sozusagen da ein Problem zu haben. Was ist denn da, erklär das vielleicht mal, also ich rede davon, dass ja sozusagen das Intranet, wenn man so will, der Behörden gehackt worden ist. Das ist ja jetzt mal, ehrlich gesagt, kein so ein Schüler-Luschi-Ding gewesen, sondern was ist denn da genau passiert? Vielleicht kannst du erst mal erklären, was da genau passiert ist. Ja, also offensichtlich ist es in der Tat kein so einfaches Luschi-Ding. Also was ist das sogenannte IVBB, meinst du, diesen, was jetzt durch die Medien eben ging? Ja, das ist der Informationsverbund Berlin-Bonn. Also da sieht man auch, wo es herkommt. Also von ursprünglich Anfang 90er Jahre, wo da eben ein Informationsverbund aufgebaut wurde, wo jetzt eben Daten abgeflossen sind.
Von der Technologie her, so wie man das von außen eben über die Berichte halt liest, ist es ein virtuelles, privates, also es ist ein privates Netzwerk. Das heißt, von außen kommt man da jetzt so nicht wirklich rein. Das muss also schon eine harte Attacke gewesen sein, die hier an dieser Stelle eben gefahren wird. Da muss jemand wirklich Gehirnschmalz reingesteckt haben, geplant, dass da eben dann auch Daten abfließen können aus so einem Bereich. Das ist nicht so trivial. Wenn du sagst, es war nicht von außen, das heißt von innen oder? Könnte von innen sein. Ich kenne die Attacke selber nicht und weiß auch nicht, wie das da ist. Aber zum Beispiel, wenn man halt eine gesicherte Infrastruktur hat und auch ein VPN, also wenn wir von der Sapite zu Chemweb jetzt sagen, wir bauen eine sichere Infrastruktur auf, dann kryptieren wir. Und moderne Kryptostandards sind so sicher, dass man da von außen so direkt jetzt erstmal nicht rein kann, sondern man muss Angriffsziele finden, entweder bei dem Punkt, wo wir die Verbindung aufbauen, oder man muss reingehen, um Daten abfließen zu lassen. Und eines von diesen Szenarien muss an dieser Stelle eben dann auch professionell durchgeführt worden sein. Ich habe ein Beispiel für dich, soll ich das mal zeigen? Ja, dann zeige ich mal hier. Habt ihr mal was mitgebracht? Das ist mal, was würdest du denn sagen, was das hier ist, so das Publikum? Ich kann das gleich noch hier. Na, wisst ihr, das kannst du mal in die das Kamera reinhalten. Red mal, ich mach mal hier mit unserer... Was ist das? Router-Switch, genau, ist ein relativ einfacher Switch eben. Ja. Also Netzwerkkomponente, man nutzt das früher, LAN-Partys, wer die mitgemacht hat, nutzt man diese Geräte, um mehrere Rechner hier halt anzubinden. Was wir hier jetzt haben, ist ein manipulierter Switch. Das heißt, wenn ich mir, ich mache das mal ganz kurz, ich habe hier einen Schraubenzieher mitgebracht, ich schraube die mal ganz kurz auf und dann schauen wir mal, was sich da drin versteckt, weil es ist an dieser Stelle nämlich wirklich eine Hardware, in die eingegriffen wurde. Hier findet sich nämlich... Ich erkläre das mal für unsere Audio-Zuhörer, ja. Also neben der normalen... Macht hier eine schwarze Kiste auf. Genau. Also neben der normalen Hardware kommt hier jetzt ein kleines Teil zum Vorschein. So ist ein Raspberry. Ja, es ist ein Einplatinenrechner. Ein Raspberry Pi kennt man die Varianten entsprechend damit. Also ein Rechner, der hier quasi eingebaut wurde in diesen Switch. Und was macht dieser Rechner? Dieser Rechner hat eine WLAN-Karte drin. Dieser Rechner hat einen eigenen Prozessor und Rechenleistung drin. Das heißt, ich habe hier in diesen Switch eine aktive Komponente mit reingebracht. Und wenn ich diesen Switch hier jetzt irgendwie an euer Netzwerk anschließen würde, und das passiert hier und da schon mal, und man sagt, Mensch, ich habe hier nur eine Dose, ich hänge mal so einen Switch dran, dass ich 8 Verteilerdosen habe, dann schaltet man unbemerkt eben genau diesen vollständigen Server mit ein. Und dieser Server hier, der ist jetzt so konfiguriert, der hat eine WLAN-Verbindung, sobald er Strom bezieht. Das heißt, ich kann mich wunderschön draußen in meinem Auto hinsetzen und über diese WLAN-Verbindung zu diesem Rechner über die Verteilerdose in das Netzwerk der Chemweb dann eben rein und mich in aller Ruhe halt umschauen. Ja. Komm, jetzt erzählst du uns doch hier ein bisschen... Nee, das ist Hollywood. Also, das ist in der Tat so. Es ist hier sogar noch ganz, eine ganz interessante Sache, weil wir hier mal das so konfiguriert, dass dieser Rechner noch einen Übergang erstmal in das Tor-Netzwerk, also vielleicht im Volksmund bekannt als Darknet, aufbaut und dass ich da quasi auch so quasi bei euch einsteigen könnte, wenn diese Komponente ans Netzwerk kommt, dass man es auch nicht nachvollziehen kann. Ja. Dass man wirklich von extern halt hier, und ich hätte einen voll funktionsfähigen Rechner hier, ich könnte Bildschirme von euch quasi abrufen, ich kann auch in eure Server rein. Ich habe vor allen Dingen alle Zeit der Welt, um das zu tun, weil ich eine direkte Datenverbindung eben in die sichere Infrastruktur hier habe. Das ist ein relativ gängiger Attacker, an die denkt man nicht so, weil ich sag mal so, das ist jetzt Studentenlevel, was ich hier habe, das kann jeder für 30 Euro bei Amazon bestellen und zusammenbauen. Wenn man da ein bisschen mehr rein investiert, sind diese Devices deutlich kleiner, deutlich professioneller, sehen vielleicht aus wie ein USB-Stick oder noch wesentlich einfacher. Ja. Okay, das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass jemand wirklich vor Ort sein muss, um so ein Gerät in der Behörde, in einem Serverraum vom, keine Ahnung, Bundestag zu installieren. Das genau. Das sind halt Attacken, die von außen gefahren werden. Das ist in der Tat ein ganz anderes Kaliber, was wir hier haben, weil vor diesen Attacken man sich so erstmal auch gar nicht schützen kann. Die kommen dann irgendwann, auf die kann man sich aber gut vorbereiten. Das ist der andere Punkt. Das heißt, da hat man natürlich schon Chancen, etwas dagegen zu tun. Wie funktioniert so eine Attacke? Ich versuche das mal, glaube ich, mal bildlich zu beschreiben. Überlegen wir uns mal, wir haben hier jetzt gerade das digitale Sofa am Laufen. Ja, wie könnte man das jetzt stören? Wenn jetzt jemand von den Gästen zum Beispiel mal auf eine Studentenparty anrufen würde, sagen, ey, da unten beim Olli im Fernsehstudio, da gibt es eine Party, da gibt es Freibier. Ja. Wir hätten hier sofort 10 Studentenkrölen stehen, dann wäre diese Show hier erstmal sabotiert. Och, weiß ich nicht. Wäre so ganz lustig. Ja. Aber wir hätten erstmal, wir wären zumindest mal 5 Minuten, denke ich mal, wären wir hier einfach mal aus dem Ruder. Ja. Wir hätten ja Denial-of-Service. Genau, wir hätten Denial-of-Service. Das ist ein relativ einfacher, ein gezielter. Wenn der nochmal passieren würde, dann würde man, glaube ich, irgendwann, sobald man die Studenten draußen schon hört, könnte man die schon abwehren. Ja.
oder? Und beim dritten Mal wird man vielleicht schon sagen können, Studenten kommen ja erstmal so, wenn eine Show hier läuft, gar nicht mehr rein. Das heißt, ein typisches Szenario, wenn das so ein gleicher Modus operandi ist, wo du auch quasi Möglichkeit hast, dagegen einzuwirken, dann kannst du das auch tun. Also auch bei einem Denial of Service, da gibt es Möglichkeiten, die man hat. Es gibt aber auch dann komplexere Szenarien, ja. Wenn ich nämlich zum Beispiel das Schild jetzt nicht, ich rufe nicht Studenten an und du siehst, dass das Studenten sind, sondern ich gehe raus an die Bushaltestelle und hänge Schildern heute bei ChemWeb Freibier. Und dann kommen ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Personen auf einmal hier rein und wollen hier ein bisschen mitfeiern, ja. Und dann wird es natürlich kritisch zu unterscheiden, ist das jetzt so eine Angriffsgruppe oder ist das vielleicht ein Kunde, der da kommt oder ist das hier jemand, der bei der Talkshow mit teilnimmt? Das ist halt, dann wird es schon schwieriger. Und ein Desaster, und das ist momentan das Kaliber, was wir aktuell haben, ist, wenn ich beim Spiel der 05er, ne, draußen das 2x3 Meter Plakat heute bei Olli Freibier, ja. Und dann richtige Menschenmassen hier, weil die du da nicht aufhalten kannst und dann nur einen Schaden hier drin erzeugst, der vermutlich auch irreparabel ist, wenn dir eine große Summe von Fans quasi denken, sie kriegen hier was zu trinken, ja. Und letztendlich genau das Übertragen der digitalen Welt passiert bei den Night of Service. In einfachen Fällen motiviere ich Rechner, Angriffe zu machen, 5, 6, 10, 1000. Also schon, man braucht schon eine größere Anzahl, weil Denial of Service, man braucht schon eine größere Anzahl von Rechnern, die ich parallel motiviere. Man nennt dann diesen Zusammenschluss ein sogenanntes Botnetz. Das heißt, ich erzeuge mir erstmal Rechner, die werden dann auch feindlich übernommen. Das heißt, man sucht quasi von außen irgendwie über Angriffe, versucht man Rechner zu übernehmen, in einer großen Summe, ja, also mehrere hundert, und die dann alle zu einem Zeitpunkt auf das eigentliche Angriffsziel eben dann Requests und Daten eben losschicken, dass der Eingang, also die Eingangsschnittstelle dieses Services, also die Website oder was auch immer da de facto angegriffen wird, dann für alle anderen unerreichbar bleibt, ja. Und die Angriffe, die wir jetzt haben, das ist nochmal ein neues Kaliber, weil wir haben hier wirklich jetzt Anbieter, da hat man es gar nicht mehr nötig, dass man selber sich ein Botnetz kapert und versucht selber möglichst viele Rechner für einen Angriff quasi zusammenzuziehen, sondern man geht einfach ins Darknet, also man geht in einen Handelsplatz, der quasi ein Dienstleistungsangebot ermöglicht, um mir immense Rechnerkapazitäten zu erwerben. Das heißt, ich kaufe mir diese Kapazität für einen Geldbetrag, um einen Angriff auf ein einzelnes, auf eine einzelne Webpräsenz oder auf einen einzelnen Server quasi zu fahren. Das ist also ein reines Dienstleistungsangebot, was hier bezogen wird. Und es ist noch nicht mal illegal, Rechnerleistung zu kaufen. Ist es denn illegal, gute Frage, ist es denn illegal, so eine Denial-of-Service-Attacke zu fahren? Welcher Tatbestand ist das denn erfolgt? Ja. Weil die einen sagen, es ist ein viraler Erfolg, wenn die Leute von 05 zu uns Bier trinken kommen. Ja, ja, klar. Es ist eine Ansichtssache. Ja, also ja. Genau, das ist auch genauso der Punkt, das ist eine Ansichtssache. Vielleicht freut sich ja auch der angegriffen wird über den Fall, dass er jetzt gerade so viele Requests hat und mal sein Angebot mal testen kann, wie sich das bei den Dingern aushält. Wenn Schaden entsteht, ist es was Illegales. Also wenn ich dir schaden möchte, ist das grundsätzlich erstmal eine Aktion, die einen illegalen Hintergrund hat. Das heißt, wenn da wirklich nachweisbar eine Attacke halt gefahren wird, um Unternehmen hier Schaden zuzufügen, dann haben wir es auch mit einer Straftat zu tun. Ja. Und nur wie gesagt, ist es halt so, man kriegt halt die Mittel, die man dafür braucht, die kann man de facto sehr einfach heutzutage erwerben, wenn man halt eben weiß, wie, ja, also wie man da eben Zugang halt hat. Und was ist die Motivation der Leute? Ist einfach zu zeigen, wer kann. Also oder, nehmen wir mal Beispiel GitHub. Also ja. GitHub ist ja, wie soll ich sagen, so die zentrale Austauschplattform aller Softwareentwickler, könnte man sagen, also weltweit zentrale Austauschplattform. Also jeder, der irgendwie ein Stück Software sagt, Mensch, das ist toll, stellt es da ein, andere können es beziehen. Also so eine Austauschplattform für Entwicklerleistung, für Code-Bestandteile quasi. Ja. Und mit einer riesen Attacke war die 10 Minuten down. Ja. Jetzt, was bringt, wenn mal alle Entwickler weltweit mal 10 Minuten nicht auf ihr GitHub anschauen können? Ich glaube, es ist keiner dabei irgendwie, also es hat keinem irgendwie richtig wehgetan, aber man hat doch mal mit dieser Attacke gezeigt, dass das weltweite Entwicklernetzwerk, alle Leute, fast alle, die sich irgendwie professionell mit IT beschäftigen, mit so einer Attacke lahmgelegt werden können. Das ist definitiv eine Art von Prestige-Attacke. Ja. Gut, vor 2 Jahren im Prinzip, wie ist der Anbieter Dünn, glaube ich,
Wo dann Twitter, Netflix und sowas drüber gelaufen sind, das war ja dann schon tatsächlich auch kommerzieller Schaden. Das waren kommerzielle Schläge. Das war dann wirklich ein Angriff auf das Ziel. Wie gesagt, jetzt bei GitHub oder auch bei den Webseiten, das ist eher Machtdemonstration. Da zeigt man wirklich, wenn ich es schaffe, mir eine Cloud zu mieten, weil haben wirklich Rechenleistung gemietet. Die haben Geld bezahlt, haben so eine Menge Rechner bekommen, da eine Service-Attacke dann eben gefahren und dann war das Ding down. Das war also in dem Fall jetzt eher ein Prestigeangriff. Okay, war das dann vielleicht auch eine Machtdemonstration von den Betreibern von GitHub, dass das so schnell beendet wurde? Das wird darüber kenne ich GitHub so ein bisschen weniger. Also, ja. Aber ist nicht, ich finde es erstaunlich, dass man das so schnell in den Griff kriegt. Ja, klar. Also, der Punkt ist, es ist halt, wie gesagt, stell dir vor, wie könntest du eine Masse von Fans aufhalten, die vom Fußballstadion jetzt hier rüberlaufen? Es gibt Maßnahmen dafür. Ja? Also wenn du es so richtig machst, wenn du die Straße abriegeln kannst, wenn du Schilder hochhältst. Und das Gleiche gibt es in der digitalen Welt auch. Und wer professionell aufgestellt, also wie gesagt, das ist ja bei GitHub, da ist ja wirklich die Elite der Entwickler, ist da unterwegs und dafür providen sie es auch. Und das ist also, finde ich durchaus verständlich, dass man auch schnell eine Lösung halt gefunden hat. Ist übrigens auch der wichtigste Punkt, dass wenn was passiert, man einen geeigneten Lösungsweg eben für solche Attacken. Ja. Also gibt es ganz böse Beispiele, wo wir Attacken haben, die, mittelmäßig professionell oder mittelmäßig schlimm sind. Aber die Reaktion von derer, die dann darauf reagiert haben, ja, die hat richtig dann Schaden angerichtet. Ja. Beispiel Krankenhäuser. Ja. Also Virenbefall im Krankenhaus. Was macht der IT-Administrator? Oh Gott, wir haben Virus, fährt die ganze IT runter, inklusive OP-Saal. Ja. Also so Szenarien entstehen dann einfach, wenn der richtige Umgang mit so einer Attacke einfach auch nicht von Seiten der Administration quasi geschult ist. Okay. Gute Überleitung. Also was ist die Empfehlung des Profis? Also richtig davor schützen kann ich mich nicht, das haben wir gelernt, aber ich kann sozusagen die Gegenmaßnahmen trainieren. Genau, man kann Awareness. Das ist genau der Punkt, den wir da haben. Die Telefonnummer abspeichern. Ja, man kann also, es gibt die Awareness, was wirklich diese direkten Angriffe von außen. Also jedes Unternehmen hat eine Firewall. Also egal, wo wir auch hinkommen, wo wir auch beraten, also muss man davon ausgehen, dass diese Awareness von, ich muss mich schützen vor so Angriffen von außen, ich brauche da eine Mauer, ich brauche da eine Schutzfunktion, die ist im digitalen Bereich deutlichst höher als, ich sag mal, im analogen Bereich. Also jeder hat eine Firewall, nicht jeder hat eine Alarmanlage im Geschäft. Ja. Das ist also da schon deutlichst hoch. Aber die Frage ist, was ist dann, wenn wirklich was passiert? Da kommen wir eher so schon fast in organisatorische Themen, Notfallpläne. Ja. Also was mache ich wirklich, wenn ich sage, okay, ein Rechner vom Geschäftsführer, der Rechner ist jetzt mit dem Virus infiltriert. Muss ich gleich die ganze IT vom Unternehmen runterfahren? Muss ich gleich eine E-Mail an alle meine Kunden rausbringen? Da muss man den richtigen Modus finden, wie man dann an der Stelle einfach umgeht. Und man sollte das einfach mal trainieren. Ja, wie eine Feuerübung. Feuerübung. Okay. Ja. Kann man auch so machen, ja. Ja. Ja, guter Tipp. Du hast eben kurz in so einem Nebensatz erwähnt, dann geht man mal schnell ins Darknet und mietet sich mal ein paar Rechner, um jemand anders anzugreifen. Das ist ja sowas Mystisches, das Darknet. Das Darknet, da hört man überall. Vielleicht kannst du da erstmal kurz mal erklären, was das ist, wie man reinkommt. Ist das schon illegal, wenn ich da reingehe oder nicht? Wo kommt das überhaupt her? Ja, interessanterweise ist es ja nicht. Also Darknet ist natürlich ein sehr dunkler Begriff. Ja. De facto steht natürlich, dass man einfach ein Netzwerk geschaffen hat, was sich der Struktur des Internets bedient, aber einfach verdeckt darauf operiert. Und zwar durch Kryptomechanismen. Also quasi, wenn wir zwei über das Darknet oder eben über solche Mechanismen kommunizieren würden, dann wären da mehrere Mechanismen, die quasi Kommunikation zwischen dir und mir verschleiern würden. Das geht über mehrere Stellen. Na, da kann man also diesen direkten Weg nicht nachvollziehen. Dann wären die Pakete kryptiert und würden auch klein sein. Also nicht so, dass es irgendwie auffällt, dass wir zwei hier miteinander kommunizieren. Also wir hätten eine Möglichkeit, anonym miteinander zu kommunizieren. Das ist per se nichts Illegales. Ganz im Gegenteil. Also durchaus werden diese Technologien auch verwendet und wenn Unternehmen untereinander eben Daten austauschen oder Kommunikationsstrecken aufbauen, das ist eine etablierte Technik. Das Darknet ist per se nichts Illegales. Aber da wir da eben eine Plattform haben, wo Player anonym eben Kontakt aufnehmen können. Das heißt also, wenn ein Angebot da ist, wenn ich sage, okay, mich interessiert dieses Angebot, dann weiß erstmal der das Angebot anbietet, nicht wer ich bin und ich weiß auch nicht, wer der andere ist, weil eben diese Mechanismen, dieses Routing über mehrere Hops, diese Kryptomechanismen einfach das verhindern, dass sich die Kommunikationspartner eben direkt kennen und vor allen Dingen, was halt wichtig ist, auch kein Dritter eben von dieser Kommunikation eben mit Wind bekommt. Und das ist letztendlich
Grundlage, dass man eben dann noch illegales Geschäft drüber fahren kann. Also das ist der typische Graubereich, weil da ist an sich nichts illegal daran, dass ich zum Beispiel über das, bekannt ist, glaube ich, das Tor-Netzwerk, das ist so, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie der Tor-Browser ist bekannt, also wirklich stellt sich da wie ein Internet-Browser, aber baut halt im Hintergrund eben einen Zugang zu diesen kryptierten Teil heißt, verschlüsselt. Ja, zu diesem verschlüsselten Teil des Internets auf, wo man dann anonym sich bewegen kann. Und da gibt's dann auch, sagen wir mal, so Startpunkte, so ähnlich wie ich will. Also Suchmaschinen gibt's da nicht wirklich, weil das ist ja alles anonym. Das heißt, man hat da nicht so die Suchmaschine wie Google. Das funktioniert in diesem Darknet nicht. Aber es gibt schon so Punkte, die man, Adressen, die man eben kennen kann, wo man draufgehen, von da aus eben zu weiteren Adressen quasi weiter verlinkt wird. Und so baut man sich dann da seinen eigenen Weg durch das Darknet auf und findet dann auch ab und zu quasi Angebote, wo man selber schon merkt, dass man da quasi was Illegales tut. Und der Punkt ist, man sollte da natürlich auch nichts tun, was irgendwie den Anschein erweckt, dass man was Illegales tut. Also der Erwerb von Waffen ist illegal, ja. Und wenn man da eben die Produkte halt und die Dienstleistungen, die auch dann offensichtlich, also die werden auch offensichtlich ausgewiesen, diese Dienstleistung eben erwirbt, dann weiß man genau, dass man was Illegales tut, ja. Und wenn man es sieht, sollte man schnellstens auch dann eben damit auffahren, ja. Und wie gehen die Behörden damit um? Gibt es da sozusagen Fahnder oder so, die dann genauso verdeckt dann versuchen, solche Angebote aufzuspüren? Können die überhaupt was machen? Im Darknet, ja, gut. Ja, also offensichtlich werden ab und zu auch mal Handelsringe eben ausgehoben. Ja, also wenn da Kriminalität unterwegs ist, kann man auch davon ausgehen, dass sicherlich auch Ermittlungsbehörden auch de facto irgendwie auch unterwegs sind. Aber in welcher Form genau, das kann ich dann leider auch nicht sagen. Wenn, müsstest du mich danach töten. Was ist da die Empfehlung? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich eine Menge Sachen, die man, auch wenn man sie vielleicht bisher nicht gemacht hat, aber jetzt vielleicht dann empfindlicher bestraft wird. Ja. Da gehören ja immer zwei dazu. Ne? Ich habe natürlich irgendjemanden, der diese Daten quasi irgendwo generiert und macht. Und dann gibt es Dienstleister wie uns, die solche Daten auch für Kunden weiterverarbeiten. Wie geht man da am besten vor? Also es gab, vielleicht ist es ziemlich bekannt, es gibt ein, oder sicher, dass es bekannt ist, aber es gibt das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik. Da gab es jahrelang oder auch heute noch den sogenannten IT-Grundschutz. Das heißt, man hatte so Grundrichtlinien und Maßnahmen, die man in Unternehmen umsetzen konnte, dass man sagen würde, okay, wir sehen ein, dieses Unternehmen kümmert sich um IT-Sicherheit. Das Problem, was wir allerdings heute haben, ist, dass diese Maßnahmen, die kommen halt aus einer Welt, da gab es noch den Rechner, da gab es die Festplatte, da gab es vielleicht auch schon ein Netzwerk und die wurden natürlich abgedatet, aber wir haben heute eine ganz andere Welt. Also die Digitalisierung, die nimmt so rauschend eben auf. Also ich habe ja heute keinen Computer mehr, mit dem ich kommuniziere, sondern ich habe irgendwie einen Lautsprecher, der an der Decke hängt, mit dem ich rede. Da fließen schon personenbezogene Daten. Da kommen natürlich dann auch diese Standards immer nur schrittweise mit. Deswegen geht man mittlerweile dazu, man sagt, okay, es gibt ein paar Mindeststandards oder es gibt Mindeststandards, die de facto hier umzusetzen sind. Und das sind prüfbare Standards. Also man kann sich wirklich im Internet quasi Regelwerke ziehen. Es ist erste Maßnahme, zweite, dritte, vierte und man baut sich seine Checkliste und prüft einfach mal, ob im Unternehmen genau diese notwendigen Maßnahmen umgesetzt hat, dass die Daten eben dann das Mindestmaß eben an IT-Sicherheit dann quasi da stattfindet. Ja. Was sich auch ändern wird, ist, dass sozusagen meine Verantwortung als Datenverarbeiter auch jetzt größer wird. Ne? Das heißt, ich muss ja jetzt auch hingehen und muss sozusagen zur Not meinem Kunden darauf hinweisen, dass das genau, nicht so in Ordnung ist. Ne? Also der Punkt ist insbesondere dann, wenn du was mit den Daten tust, was der Kunde halt nicht weiß, dann gibt es nämlich die Benachrichtigungspflicht. Also ich gebe dir meine Daten zum Beispiel für eine reguläre Geschäftstätigkeit. Also ihr macht mir jetzt meine Homepage, natürlich hast du da meine Daten und darfst sie in diesem Geschäftssinn auch voll und ganz verwerten. Ja. Jetzt kommst du aber irgendwann vielleicht mal auf die Idee und sagst, Mensch, ich möchte jetzt mal meine Kunden mal auswerten, wer denn da was macht und einfach mal um zu interessieren, wie entwickelt sich denn der Markt. Das heißt, du machst Marktforschung mit meinen Daten. Und in dem Punkt wäre ich eigentlich schon darauf hinzuweisen, Achtung, ich würde deine Daten, die ich gespeichert habe für reguläre Geschäftstätigkeit, Rechnungsstellung etc., also für unsere Vertragsverhältnis, jetzt für andere Zwecke missbrauchen. Da ist eben diese Benachrichtigungspflicht. Und die stellt jetzt Unternehmen wirklich, weil das passiert schon in sehr vielen Prozessen, bewusst oder unbewusst, dass man die Daten eben dann für andere Zwecke erstmal verwenden möchte, wo man dann an die Grenze kommt und sagt, Moment, das darf man so nicht, also nicht ohne eben die Benachrichtigung. Das ist eine Herausforderung, dann eben den Datenbesitzer, also die betroffene Person an der Stelle eben korrekt zu benachrichtigen. Ja. Also wir müssen ein sehr enges oder auch sehr, sehr detailliertes Vertragswerk quasi zwischen uns definieren, dass du die Daten
in meinem Auftrag weiterverarbeiten kannst. Vor allen Dingen, weil es ja noch nicht mal meine Daten sind, sondern dann auch Daten von meinen Kunden oder vielleicht noch von ganz anderen. Also eine ganze Kette, die man da halt hat, ja. Also vielleicht da auch, wenn man da nicht sicher ist, vielleicht auch einfach mal einen Juristen. Ja, also absolut. Befragen. Also Unwissenheit schützt auch vor Strafe nicht. Also wenn du ein Newsletter raustrittst an einen Datenbestand aus einem Zweck, den du nicht kennst, dann die Finger davon lassen. Also das kann man gar nicht anders sagen. Also es ist wirklich lieber Vorsichtigkeit walten in dem Moment, wo es wirklich um personenbezogene Daten geht, ja. Anonym ist das besser, man kann durchaus immer Daten anonymisieren, man hat dann mehr Möglichkeiten mit den Daten zu tun, aber auch nicht unbeschränkte Möglichkeiten, aber mehr Möglichkeiten, wenn man halt diesen Personenbezug ein bisschen verliert. Gut, eine Menge Holz. Das ist mehr. Naja, ich glaube auch, das ist ja wie mit allem so, da geht die Technik entwickelt sich weiter, wird immer leistungsfähiger und es gibt genug Leute, die, wie du schon gesagt hast, einfach zeigen, dass sie es können oder auch kriminelle Hintergrund haben. Hier ist wahrscheinlich immer wieder so ein, ihr entwickelt die Lösung weiter, die Leute dafür schützen sollen und es gibt genug, die tatsächlich dann die Angriffsszenarien irgendwie auch erweitern. Mhm. Bis hierhin schon mal vielen Dank. Ich gucke jetzt mal hier ins Publikum. Gibt's Fragen? Jetzt sind ja aktuell so Geräte wie Alexa und Google Home am Kommen. Du hast ja vorhin auch schon gemeint, man redet dann irgendwie mit dem Lautsprecher an der Decke. Siehst du da sicherheitstechnische Probleme, die da auf uns zukommen? Oder wie siehst du diese Entwicklung? Ja, also der Punkt ist, man hat halt mit diesen Aufnahmegeräten, die dauerhaft auf die Sprache hören, natürlich erstmal eine komplette Einrichtung, um sämtlichen Sprachverkehr in diesem Raum eben aufzuzeichnen und abfließen zu lassen. Das heißt, die technische Begebenheit, dass man halt hier eine Komponente hat, die aktiv auf Sprachnachrichten hört und auch hören soll, weil das ist ja ihr Zweck, die kann natürlich an jeder Ecke halt missbraucht werden. Man muss da wirklich dann schauen, dass man dem Device, das man eben nutzen, auch wirklich dann halt technisch vertraut. Das ist eine Vertrauenssache in dieses Device rein. Also die Angriffsmöglichkeit, das ist eine neue Technologie, wie es der Olli eben gesagt hat. Die Technologie, man kommt an neue Technologien, neue Herausforderungen und da muss man jetzt erstmal wieder hinterher, um die ganzen möglichen Szenarien, wie man da angreifen kann. Das beste Beispiel war ja, dass er bei einem Anbieter quasi über eine Fernsehwerbung ja der Lautsprecher aktiviert wurde und Bestellungen losgetätigt hat. Ja, das ist ein Angriffsszenario, da hat sicher der Erfinder dieses Lautsprechers nicht dran gedacht. So müssen wir es eben auch lernen und ja, es gibt Gefahren, aber es ist halt Digitalisierung. Wir wollen zur Digitalisierung auch nicht verschließen. Das heißt, man muss schauen, dass man hier auch entsprechend mit den Maßnahmen entsprechend standhält, nicht einfach nur Neues verdorben. So kann man natürlich auch nicht argumentieren, ja. Aber es ist eine Herausforderung. Noch weitere Fragen? Billy? Du hast vorhin gemeint, man könnte sich gegen Denial of Service irgendwie vorbereiten. Was heißt jetzt vorbereiten? Ist das zum Beispiel, was GitHub gemacht hat, dass sie in 10 Minuten alles geregelt hatten? Oder kann man komplett verhindern, dass es überhaupt passiert? Nee, es ist ein externer Angriff. Also mal komplett verhindern kann man das nicht, sondern diese Angriffe, die werden sein. Aber wie bei GitHub sehen wir, dass da Maßnahmen getroffen haben, dass sie vorbereitet waren auf so einen Angriff. Ja. Und das kann auf verschiedenen Ebenen halt passieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir das Beispiel mit dem Fußballstadion nehmen, wenn wir hier eine dicke Eingangstür hinbauen, ja, dann können wir die zumachen, ja, und dann kommen diese Leute erstmal nicht rein. Sie zerstören nicht unsere internen Sachen, ja. Natürlich kommt auch kein Kunde mehr rein, also nach außen ist mein Service erstmal down, aber innen drin läuft das Geschäft ganz normal weiter. Und das kann man, glaube ich, auf jeden Fall immer erreichen, dass man schaut, okay, wenn man feststellt, dass meine Eingangsschnittstelle, also mein Webserver oder da irgendwie die DSL-Leitung, die reinkommt, irgendwie übermäßig belastet wird, dann mache ich sie einfach zu. Und guck mal, machst du in 5 Minuten wieder auf und entweder ist der Angriff dann vorbei, dann läuft alles ganz normal weiter oder ich gucke halt, lasse erstmal zu, weil es wäre natürlich schädlich, wenn durch diesen externen Angriff, durch dieses Schießerei, die von außen auf meinen Dienst geht, die interne IT und die internen Bestände eben kaputt gehen. Das wäre ein Desaster und davor kann man sich schützen. Ja. Dass der Angriff kommt, davor kann man sich nicht schützen. Noch eine Frage? Wie siehst du das mobil? Also wie schwierig oder wie schätzt du die Lage ein, was so mobile Devices angeht, was die Sicherheit angeht? Ja. Gerade auch vielleicht in Bezug auf Bring Your Own Device und auch auf Firmennetzwerke hinbezogen. Ja, also
Man kann Informationstechnik sind immer mehrere Schichten. Wir haben eine technische Schicht und wir haben dann höhere Schichten auf der Anwendung. Und man kann bei mobilen Anwendungen wirklich eine sehr hohe Sicherheit erzeugen. Also man kann wirklich Unternehmen, wenn sie ihr Handy oder auch Bring Your Own Device, die Apps als Container so sicher machen, dass ich quasi auf jedem Handy von jedem irgendwie, egal wie viele Viren sich auf dem Handy nebenbei noch sonst tummeln, diese App quasi sicher betreiben kann und eine sichere Kommunikation zur Unternehmens-IT aufbauen kann. Aber trotzdem kann man halt, wenn man halt eine kritische Anwendung hat, durchaus auch einen hohen ein Schutzszenario quasi auf dem Handy herstellen, dass man auch eine sichere Kommunikation und auch wirklich sicherstellen kann, dass nur der Benutzer des Handys, der es auch darf, dann eben diese Kommunikation und diese Anwendung eben bedient oder diese Daten halt eben sieht. Ja. Muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Wir sind da jetzt vielleicht nochmal abschließend, das gibt es ja heute überall, dieses freie WLAN draußen. Wenn wir bei mobiler Nutzung sind, ist das toll, dass das gibt oder ist das eigentlich eine Katastrophe? Nee, es ist, erstmal ist es toll. Aber auch da, wie gesagt, mit Bedacht, mit den richtigen Maßnahmen reingehen. Was ich persönlich mache, ist, sobald ich mich so zum WLAN konnektiere, sage ich, okay, jetzt habe ich einen Zugangspunkt, wo ich quasi in das Internet kann. Aber dann baue ich sofort ein VPN zu meinem Unternehmen auf oder zu meinem privaten Router zu Hause und kommuniziere dann quasi über die Strecke im Unternehmen. Also ich nutze nicht wirklich so diesen Zugangspunkt offen, sondern ich baue erstmal quasi eine Schutzhülle auf. Ja, und dann kommuniziere ich darüber. Das ist dann sicher. Ja, public, in dem Moment, wo man sich eine gemeinsame Infrastruktur teilt, sind Angriffsszenarien möglich. Ja. Da kann ich jetzt nochmal 2 Stunden drüber referieren, was da alles passieren kann im Public WLAN. Ja. Ich würde sagen, dann machen wir ein Encore genau, vom digitalen Sofa. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Matthias. War eine Menge toller, interessanter Informationen. Ich glaube, jeder ist schon mal mindestens mit so einer Denial-of-Service-Attacke mal irgendwann in Berührung gekommen. Ich denke, das wird ja wahrscheinlich in Zukunft auch nicht zu vermeiden sind, aber wir haben gelernt, was man im Prinzip, wie man sich da vorbereiten kann. Du hast uns tolle Devices mitgebracht, also wir werden davon mal ein Foto mal in die Shownotes stellen, dann können das auch die Audiohörer vom Sofa auch sozusagen sich dann nochmal angucken. An der Stelle vielen Dank an die Technik, an die Zuschauer und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf dem digitalen Sofa. Dankeschön.